Die letzte WM war 99 in Deutschland und das ist eigentlich, dafür, dass es eine deutsche Sportart ist, ist es schon relativ lange her und das wird auch für den gesamten Kader, denke ich mal, der jetzt momentan in der Nationalmannschaft ist, weil die auch alle relativ jung sind, die alten Leute gibt es ja nicht mehr, die haben ja aufgehört, denke ich, ist das auch was ganz Besonderes, weil das das erste Mal eine WM ist, die im eigenen Land ist und da kommt auch bestimmt die ganze Familie und alle zugucken und so, also das wird schon was Besonderes, glaube ich. In Deutschland und auch jetzt in Arnsberg. Dadurch, dass Arnsberg natürlich auch schön zentral in Deutschland liegt, ist es super gut. Also ich finde die Stadt sehr schön. Wie gesagt, dadurch, dass sie auch sehr zentral in Deutschland ist, viel Grünflächen, trotzdem eine relativ, sage ich mal, große Stadt, also wenn man so Dörfer vergleicht. Und es ist auch gut, dass es nicht zu groß ist, weil so verläuft sich das alles nicht und man kann hier viel, denke ich mal, unternehmen und auch gerade durch die Radwege oder auch mal schön laufen gehen nebenbei und nicht immer nur im Rad stehen. Ich denke, das wird schön hier. Großes sportliches Fest mit einem tollen Wettkampf und Wettkampf auf Weltklasseniveau. Das werden wir erwarten. Wir werden internationale Sportler sehen. Die weitesten werden aus Japan kommen, weit angereisten kommen aus Japan. Und die werden auch versuchen, Weltmeister zu werden. Sie versuchen, die Deutschen ein bisschen von ihrem souveränen Thron zu stoßen, indem sie die ein oder andere Goldmedaille gehen wegheimsen. In diesen 5 Tagen werden wir neben dem Sport auch eine Menge Programm sehen. Wir werden Shows sehen, wir werden Akrobatik, Turnen und diese Geschichten in der Gala-Veranstaltung sehen, in der Eröffnungsfeier und in den zwischen den Wettkämpfen werden immer wieder verschiedene unterschiedliche Sportarten sich präsentieren können.